Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem neuen Video hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich mal kein Mordfallvideo für euch, sondern heute geht es um einen vermissten Fall, der Gott sei Dank gut ausgegangen ist. Heute erzähle ich euch von Elizabeth Smart. Am 3. November 1987 kam Elizabeth Smart in Salt Lake City zur Welt. Sie stammt aus einer gläubigen und wohlhabenden Mormonenfamilie, die aus ihren Eltern Ed und Lois sowie ihrer Schwester Mary Catherine und ihren Brüdern Andrew, Edward, Charles und William besteht. Elizabeth war das zweite von 6 Kindern und sie galt als ein sehr freundliches, kluges, aber dennoch schüchternes Mädchen. Seit ihrem 5. Lebensjahr beherrschte sie das Instrument Harfe und spielte regelmäßig auf Hochzeiten oder Beerdigungen. Außerdem war sie eine ausgezeichnete Distanzläuferin und Pferdsportlerin. Als Elizabeth 14 Jahre alt war und kurz davor stand, die Middle School zu beenden und auf die High School zu wechseln, sollte ihr Leben sich jedoch komplett ändern. Am 5. Juni 2002, so etwa gegen 1 Uhr in der Nacht, stieg Brian Mitchell über ein offenes Fenster in den ersten Stock des Hauses der Familie Smart ein. Er geht in das Kinderzimmer, wo Elizabeth und ihre 9-jährige Schwester Mary Catherine beide liegen und friedlich schlafen. Und er geht zu Elizabeth hin und hält ihr ein Messer an die Kehle. Ja, natürlich wird sie davon wach und noch bevor sie irgendeinen Laut von sich geben kann, hält er ihr die Hand auf den Mund und sagt ihr, sie soll leise sein und mit ihm mitkommen, sonst würde er sie und ihre Familie töten. Aus Angst, er könnte seine Drohungen in die Tat umsetzen, ging sie natürlich mit dem Mann mit. Ihre jüngere Schwester Mary, die natürlich auch in dem Zimmer war, lag derweil völlig verängstigt in ihrem Bett und versuchte, sich schlafen zu stellen, damit er nicht auch noch auf sie aufmerksam wurde. Dennoch beobachtete sie das ganze Geschehen. Ja, und so nahm Brian das 14-jährige Mädchen mit und lief mit ihr stundenlang durch den Wald, bis sie irgendwann an einem Zelt ankamen, wo seine Ehefrau Wanda Barzee bereits auf die beiden wartete. Wer war Brian überhaupt? Brian Mitchell wurde am 18. Oktober 1953 ebenfalls in Salt Lake City als das 3. von 6 Kindern geboren. Er wuchs als relativ normales Kind auf, jedoch hatte sein Vater eine gewisse Meinung zum Thema Sex und so kam es, dass er Brian bereits im Alter von 8 Jahren explizite sexuelle Inhalte zeigte, um ihn eben über dieses Thema aufzuklären. Ein weiteres Ereignis, was für Brian wahrscheinlich sehr traumatisch war, ist, als er 12 Jahre alt war, fuhr sein Vater mit ihm in einen ihm unbekannten Teil der Stadt, also er ist dort noch nie gewesen, er kannte sich dort nicht aus. Und sein Vater schmiss ihn quasi raus und sagte ihm, er solle den Weg nach Hause jetzt alleine finden. Ja, und ich glaube, dass das für einen 12-Jährigen nicht so eine angenehme Situation ist, wenn man dann auf einmal auf die Straße gesetzt wird, in einem Ort, wo man sich überhaupt nicht auskennt und keine Ahnung hat, wie man nach Hause kommt. Und der eigene Vater dann sagt, jo, mach's gut, guck, wie du nach Hause kommst. Ich glaube schon, dass das traumatisch ist. Und je älter Brian wurde, umso mehr gab es Konflikte zwischen ihm und seinen Eltern, was dazu führte, dass er sich immer mehr zurückzog. Mit 16 entblößte er sich dann vor einem Kind, was natürlich nicht ungestraft blieb. Aber weil die Probleme zu Hause auch irgendwie immer größer wurden, entschieden sie sich dazu, dass Brian dann zu seiner Großmutter ziehen sollte. Ja, so geschah es und kurz nach seinem Umzug zu seiner Großmutter brach er dann die Schule ab und fing an, Alkohol und Drogen zu konsumieren. Im Alter von 19 Jahren heiratete er die zu der Zeitpunkt 16-jährige Karen Minor, mit der er insgesamt 2 Kinder bekam und auch die Ehe hielt nur 2 Jahre. Die Kinder blieben danach allerdings bei ihm. 1980 stoppte er dann seinen Alkohol- und Drogenkonsum und wandte sich der Kirche zu. 1981 heiratete er dann seine zweite Ehefrau, Debbie Mitchell, die bereits 3 Töchter mit in die Ehe nahm und nach der Eheschließung mit Brian bekamen die beiden noch 2 weitere Kinder. Doch auch dies sollte keine Bilderbuchehe werden. Ja, und so fing es an, dass er sich seiner Ehefrau bald schon sehr missbräuchlich gegenüber benahm
Und auch sehr kontrollierend. Also er wollte ihr vorschreiben, was sie anzuziehen hatte, was sie zu tun und zu lassen hatte. Ja, sogar, was sie essen durfte und was nicht. Und zu dem Zeitpunkt fing es auch an, dass sein Interesse an Satan immer größer wurde. 1984 reichte Brian dann die Scheidung ein, mit der Begründung, dass seine Noch-Ehefrau Debbie ihm die Kinder vorenthalten würde und gewalttätig sei. Ein Jahr nach der Trennung beschuldigte Debbie ihren Ex-Mann dann, ihren gemeinsamen dreijährigen Sohn missbraucht zu haben. Auch eine von Debbies Töchtern beschuldigte ihn, sie 4 Jahre lang sexuell missbraucht zu haben. Der zuständige Sachbearbeiter konnte Brian allerdings nichts nachweisen und so war das Einzige, was er Debbie riet, dass sie, den Sohn einfach nicht mehr unbeaufsichtigt zu den Treffen mit seinem Vater lassen sollte. Mehr geschah da aber nicht. Ja, und Debbie sollte nicht seine letzte Ehefrau gewesen sein, denn er heiratete noch ein drittes Mal. Diesmal Wanda Priest, die schon 6 Kinder aus einer früheren Ehe hatte. Zu dem Zeitpunkt wurden auch Brians religiösen Ansichten immer extremer und er rutschte immer mehr in diese Szene rein. 1990 änderte er dann seinen eigenen Namen um in Emmanuel und behauptete, er sei der Prophet Gottes. Und auch äußerlich wurde er immer mehr zu dem, was er vorgab zu sein. Also er ließ sich einen langen Bart wachsen und trug immer lange, weite Gewänder. Okay, kommen wir aber jetzt zu der Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt, nämlich was geschah jetzt eigentlich mit Elizabeth? Brian, der ja jetzt Emmanuel hieß und außerdem noch polyamorös lebte, hielt ein seltsames Hochzeitsritual mit Elizabeth ab und nahm das 14-jährige Mädchen zu seiner Frau und vergewaltigte sie noch am selben Abend. Ja, sie blieben erstmal dort in ihrem Lager, in dem Zelt, was sie hatten. Im Winter jedoch zogen sie von Utah in die Berge Kaliforniens in die Nähe von San Diego, wo sie eben ihr neues Lager für den Winter aufschlugen. Was Elizabeth dort erlebte, war wirklich schrecklich, denn sie wurde wirklich täglich geschlagen von ihm und seiner Frau. Sie wurde vergewaltigt. Ja, und sie musste sogar tagelang hungern und dursten. Also ich glaube, das will sich keiner vorstellen, wie man sich da fühlt. Und mit einem Draht um ihren Fuß herum wurde sie gefesselt, damit sie bloß nicht auf die Idee kam zu fliehen. Was ihr sowieso nicht in den Sinn kam, denn sie hatte einfach viel zu viel Angst, vor ihm wegzulaufen. Denn immer wieder drohte er dem Mädchen damit, dass, wenn sie versuchen würde zu fliehen, er sie und ihre gesamte Familie töten würde. Wir erinnern uns ja, dass Elizabeth in einem Mormonenhaushalt groß wurde und für sie war Alkohol immer ein absolutes No-Go. Brian hingegen, der ja davon überzeugt war, dass er ein Prophet war und auch das Mädchen davon überzeugen wollte, zwang sie dazu, regelmäßig Alkohol zu trinken. Und er erzählte ihr ständig von seiner Mission, denn er wollte noch 6 weitere Mädchen entführen und heiraten. Nach ein paar Monaten Gefangenschaft schien er sich ein bisschen sicherer zu sein und so durfte Elizabeth mit ihm zusammen in die Stadt gehen. Als sie mit ihm in die Stadt ging, trug sie ein langes Gewand, ihr Gesicht war hinter einem Schleier versteckt und sie sagte kein Wort. Das durfte sie auch nicht. Sie durfte nicht auf sich aufmerksam machen und sie hatte auch viel zu große Angst, dass wenn jemand auf sie aufmerksam werden würde, dass ihrer Familie was zustößt. Trotzdem hatte man das Mädchen ja nicht vergessen. Also ihre Familie suchte ja trotzdem nach ihr. Und ihre Schwester war ja eigentlich ein sehr wichtiger Zeuge. Und irgendwann fiel ihrer jüngeren Schwester Mary auch ein, woher sie die Stimme des Entführers kannte. Denn die kam ihr die ganze Zeit bekannt vor, aber sie kam einfach nicht drauf, wo sie die schon mal gehört hatte. Vor einiger Zeit hatte nämlich ein Handwerker namens Emmanuel, wir erinnern uns, Brian hat seinen Namen ja geändert, bei der Familie Smart gearbeitet und daher kannte das Mädchen natürlich die Stimme. So ließ die Familie dann ein Phantombild von Emmanuel herstellen und zeigte dies bei America's Top Wanted. Am 13. März 2003 endete endlich ihre Gefangenschaft. Denn Brian alias Emmanuel, Elizabeth und seine andere Frau Wanda zogen aus ihrem Winterquartier zurück nach Salt Lake City. Natürlich durfte Elizabeth nicht alleine durch die Stadt laufen. Sie lief mit Brian alias Emmanuel
und Wanda zusammen durch die Stadt und trug dabei eine Perücke, ein langes Gewand und ein Kopftuch. Und trotzdem drehten sich immer wieder Passanten nach ihnen um. Und einige waren sich ziemlich sicher, dass sie das Mädchen erkannten und riefen daraufhin die Polizei. Der Polizist, der die drei dann anhielt, fragte das Mädchen mehrfach, ob sie Elizabeth Smart sei. Und am Anfang sagte sie überhaupt nichts, weil sie immer noch Angst hatte, dass, wenn sie es zugibt, dass ihr Entführer ihr irgendwas antun könnte oder ihrer Familie. Aber letztendlich knickte sie dann doch ein und sagte, ja, ich bin Elizabeth Smart. Und so hatte ihre Gefangenschaft endlich ein Ende und sie konnte zurück zu ihrer Familie. Brian wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, ohne die Chance auf Bewährung. Und seine Ehefrau Wanda wurde für 15 Jahre inhaftiert und kam 2018 wieder frei. Heute führt Elizabeth ein normales und vor allem schönes Leben. 2006 schloss sie die Highschool ab und begann danach ein Musikstudium. Und auch heute noch engagiert sie sich sehr für Kinder, die ebenfalls Entführungs- oder Missbrauchsopfer sind. Ja, 2012 heiratete sie dann Matthew Gilmore, mit dem sie zusammen zwei Kinder bekam. Ja, und das war es auch schon mit dem Video von heute. Heute gab es mal kein Mordfallvideo. Es hatte sich jemand ein Entführungsvideo gewünscht und hier ist es. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Falls ihr mehr Entführungsvideos sehen wollt, gerne auch mit Happy End, dann schreibt es in die Kommentare. Ich bin für Vorschläge immer offen. Ihr könnt mir gerne eure Meinung unten in den Kommentaren dalassen. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!